Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Und zwar geht es heute wieder mal zum Video zum Thema Mexican Bierkrankheit. Ich höre immer wieder im Gespräch, in Facebook-Gruppen, sonstiges, ist doch alles Panikmache, alles voller Quatsch, ist doch nur eine Grippe. Aber ist es so? Ich sag, don't call it Grippe. Wenn man nämlich bei den Leuten, wo die sagen, es ist alles Panikmache, dann nachfragt, auf welche wissenschaftlichen Erkenntnisse sie diese Aussage stützen, kommt nichts. Ich stelle dann immer Gegenfrage und sage, stell dir mal vor, wir haben unten im Hof einmal links ein Fiat Panda stehen und rechts ein 7er BMW. Beides sind Autos, beides haben vier Reifen. Würdest du die beiden Autos miteinander vergleichen? Macht kein Mensch. Aber wir vergleichen eine saisonale Grippe mit einem der gefährlichsten Viren der Welt. Ich möchte von euch vorab mal wissen, macht euch ihr den Gedanken und habe euch oben eine Umfrage geschalten, macht es bitte mit, würde mich mal interessieren, zu dem Thema, was seht ihr, was kann kommen oder auch nicht. Wer also gern wissen will, warum ich der Meinung bin oder warum ich sage, don't call it Grippe, und wer ein paar Infos aus Italien haben möchte, was da zurzeit los ist, der bleibt einfach dran. Die braucht ja eben 2000 Watt. So. Fangen wir mal an, was ist denn alles so passiert? China hat seit fast 1,5-2 Monate 56 Millionen Leute unter Quarantäne gestellt und 400 Millionen Leute unter leichte Quarantäne, so wie es Italien jetzt macht. Warum? Es ist doch komplett harmlos, oder? China hat neben die Krankenhäuser nur Zentren gebaut, wo die Intensivpatienten verpflegt werden, weil die Krankenhäuser vollkommen überlastet waren. Warum? Ist doch ungefährlich, das Ganze. Italien hat jetzt, und heute ist der 10.3., Entschuldigung, das ganze Land unter leichte Quarantäne gestellt. Die haben das komplette öffentliche Leben eingefroren. Das wird die Wirtschaft massivst treffen. Massivst. Das Gesundheitssystem von denen ist komplett überlastet, jetzt schon. Die haben kurz vorm Zusammenbrechen, die haben die Leute aus der Rente wieder zurückgeholt. Warum? Es ist doch eigentlich total harmlos. Was soll das? US-Bundesstaat Oregon hat für die nächsten 60 Tage den Ausnahmezustand erklärt. Warum? Ist doch nur harmlose Grippe. Deutschland spricht Reisewarnung nach Nordrhein-Westfalen aus, wegen einer harmlosen Grippe. Ich könnte jetzt diese Liste wahrscheinlich nur beliebig weiterführen. Und ich frage mich, wieso dieser Aufwand, wenn es doch eigentlich komplett harmlos ist wie eine Grippe. Wegen einer Grippe macht man doch das auch nicht. Was soll das? Oder ist es vielleicht nicht so? Was wissen wir denn jetzt aktuell über das Mexican Bier? Also zum einen wissen wir, es ist ansteckender wie die Grippe. Warum? Wir haben ungefähr in den oberen Rachenbereich, haben wir entdeckt, dass da doppelt so viele Viren haben wie bei einer normalen Grippe. Und das heißt, es ist natürlich noch ansteckender. Nur mal dazu zur Info, das RKI schätzt, dass in dieser Grippesaison ungefähr 1,9 bis 3,4 Millionen Personen wegen der Grippe in Arztpraxen waren. Und das andere ist noch ansteckender. Das nächste Punkt ist, ein Grippevirus überlebt draußen maximal 2 Tage, ein Coronavirus bis zu 9 Tage. Das heißt, wenn ich an der Türklinke lang, dann haben dort von den letzten 2 Tagen, wenn da ein Grippepatient war, bin ich mit dabei, kann ich mich infizieren. Beim Corona sind es bis zu 9 Tage. Und überlegt mal, wie viele Leute in 9 Tagen eine Türklinke berühren. Beim Metzger, beim Bäcker, beim Supermarkt, beim was auch immer. Das nächste ist, 80% merken nicht einmal, dass sie es haben. In Südtirol hat einer geschrieben, in unserem Dorf, mei, die haben halt alle ein wenig komisch Halsweh gehabt und Kopfweh. Mehr war nicht. Ja, über 80% merken es nicht mal. Nur 20% merken es, 15% müssen ins Krankenhaus und 5% gehen dann sogar auf Intensivstationen. Was ist aber der große Unterschied? Die Todesrate. Die ist um ein x-faches höher, ist sogar jetzt im Radio gekommen. Ich mache dazu einfach mal 2 Zahlen. Die saisonale Influenza momentan hat 119.820 Fälle, die gemeldet haben. Also wie gesagt, die Dunkelziffer ist bei beiden natürlich wesentlich höher.
Und hat das, das ist jetzt gut, ein halbes Jahr läuft die jetzt und dabei haben wir 202 Tote gehabt. Das Mexican Beer hat in Italien, aktueller Stand heute, wo ich das Video drehe, 10.149 Fälle und 631 Tote in etwas über 2 Wochen. 6 Monate, 200 Tote, 2 Wochen, 600 Tote. Danach merkt man schon, dass da gewaltiger Unterschied ist. Die Todesrate von den gemeldeten Fällen ist bei der Influenza 0,16 und in Italien momentan 6,2%. Das bedeutet, wir haben einen Faktor 38. Also unser Fiat Panda hat 50 PS und der 7er BMW hat 1900 PS. Die zwei kann man nicht vergleichen. Don't call it Grippe. Die WHO hat eine Sterberate von 3,4% errechnet. Aktuell haben wir in Italien sogar fast das Doppelte. Ist ganz schön heftig momentan, was da derzeit los ist. Also kein seriöser Virologe, kein seriöser Arzt, kein seriöser Pfleger, irgendwas würde das Mexican Beer derzeit mit der Grippe vergleichen. Darum sage ich, don't call it Grippe. Ich lese auch immer wieder momentan, ja, in 3-4 Wochen ist das ganze Thema erledigt. Ist es das? Es gibt diese Studie der Bundesregierung zu dem Modi-SARS aus dem Jahr 2013, die habe ich schon mal vorgestellt. Und die erklärt einfach, warum momentan alle Regierungen der Welt so heftig reagieren, weil die kennen diese Studien alle. Und dort haben sie einen normalen SARS genommen. Und haben quasi aber gesagt, der ist ansteckend ohne Symptome in die ersten 10 Tage. Kommt euch das bekannt vor? Das trifft genau den jetzigen Virus. Und dort war es so, die haben gesagt, der Höchststand von der ersten Welle ist nach ungefähr 300 Tagen erreicht, wenn Maßnahmen ergriffen werden. Und es werden sich dort 29 Millionen in Deutschland infizieren. Das war die Studie. Die zweite Welle ist dann irgendwo im zweiten Jahr. Es geht dann insgesamt über 3 Jahre, 3 Wellen hinweg. Also nein, das wird uns länger beschäftigen als 14 Tage. Ein italienischer Arzt hat jetzt einen Facebook gemacht, Dr. Daniele Macchini, der arbeitet in Bergamo im Krankenhaus. Das ist nur 50 Kilometer von der Schweiz entfernt. Hören wir auf zu sagen, es sei eine Grippe. Arzt schildert Situation in Bergamo. Er schreibt also darin, ich verstehe ja die Notwendigkeit, keine Panik zu erzeugen, aber wenn die Botschaft von der Gefährlichkeit des Geschehens die Menschen nicht erreicht und ich immer noch Menschen höre, die sich einen Dreck um die Empfehlungen scheren und Menschen, die sich um sie herum versammeln und sich beschweren, dass sie nicht ins Fitnessstudio oder zu Fußballturnieren gehen können, dann erschaudere ich. Er schildert dann, wie der Tsunami hereinbricht. Er beschreibt es also gleich als Tsunami. Die Situation ist jetzt gelinde gesagt dramatisch. Mir fallen keine anderen Worte ein. Der Krieg ist buchstäblich explodiert und die Kämpfe sind Tag und Nacht ununterbrochen. Und er schreibt dann drunter, eine Woche oder 10 Tage zu Hause mit Fieber, ohne rauszugehen und eine Infektion zu riskieren, machen die Italiener. Aber jetzt können sie es schlichtweg nicht mehr ertragen. Sie atmen nicht genug, sie brauchen Sauerstoff. Er schreibt dann eben weiter, es gibt keine Chirurgen, keine Urologen, keine Orthopäden, die machen alles miteinander. Der Arzt verschirbt die Betten. Es wird nur noch geschaut, dass dieser Tsunami irgendwie zu bewältigen ist. Er geht dann in seinem Post sogar noch weiter, sagt, das Personal ist mittlerweile komplett erschöpft, die machen noch mehr Überstunden wie normal. Ärzte, die in Betten verlegen und Therapien verabreichen, statt die Krankenschwestern. Krankenschwestern mit Tränen in den Augen, weil wir nicht alle retten können. Es gibt dort keine Schichten mehr, keine Stunden. Das soziale Leben ist komplett ausgesetzt. Und ja, da ist scheinbar einiges los da unten. Da auch in Italien die ganzen Schutzmaßnahmen, Schutzkleidung etc. fehlt, haben auch schon einige sich infiziert von den Ärzten und haben damit auch die Verwandten angesteckt, die jetzt um ihr Leben kämpfen. Zum Schluss hat der Doktor noch einen Appell. Haben Sie Geduld, Sie kennen halt momentan die Theater, Fußball, Fitnessstudio. Versuchen Sie Mitgefühl mit den unzähligen alten Menschen zu haben, die Sie ausrotten könnten, wenn es ihr das Virus weiter verbreitet. Und während es in sozialen Medien immer noch Menschen gibt, die sich rühmen, keine Angst zu haben, indem sie Hinweise ignorieren und protestieren, weil ihre normalen Lebensgewohnheiten vorübergehend in eine Krise geraten sind, findet eine epidemiologische Katastrophe statt. Bitte teilen Sie diese Nachricht und das mache ich natürlich gerne. Also müssten wir jetzt eigentlich alle in Panik verfallen und da sage ich nein. Und da hat ein Abonnent so einen schönen Satz gestern geschrieben. Vorsorge
ist das genaue Gegenteil von Panik. Wer jetzt vorgesagt hat, dass er sagt, okay, ich muss nicht mehr so oft in den Supermarkt, damit ist die Chance geringer, dass ich mich infiziere oder andere infiziere. Das ist einfach das, was wir jetzt tun müssen. Es muss jeder jetzt mitmachen, um den Virus, den Gar auszumachen und das so lang wie möglich nach hinten rauszuschieben. Dann werden auch viel weniger Leute sterben. Nur wenn unsere Intensivstationen überlastet haben und wir keine Ärzte und Pfleger mehr haben, die sich um die Leute kümmern, dann wird auch bei uns die Todesrate massiv hochgehen. Und dann kommt ja immer noch der blöde Spruch, mir tut's ja nicht, ich bin ja gesund. Ja, aber du besuchst deine Eltern und Großeltern. Und von den über 70-Jährigen, wie hat der Virologe gestern gesagt, sterben eben dann 25%. Der fordert sogar, dass die Enkel nicht mehr zu Oma und Opa dürfen in den nächsten bis zum September. Nur mal so zum Vergleich, dass es ja so harmlos ist. Wir haben ein Glück, das muss man ganz klipp und klar sagen, es gibt zwei Varianten von dem Virus, das weiß man mittlerweile auch, die L- und die S-Variante. Ich habe mir das so für mich gemerkt, die S ist die Strong und die L ist die Light-Variante. Und bei uns ist nur die Light-Variante da. Die ist zwar, die übertragt sich wesentlich schneller, ist aber viel harmloser als die L-Variante, die zum Beispiel, als die S-Variante, die zum Beispiel in Wuhan oder so gewütet hat. Und das könnte unser großes Glück sein, dass es eben nicht so dramatisch wird, wie in dieser Studie vorgestellt. Wie gesagt, jetzt muss jeder mitmachen, Zeit zu gewinnen, die Durchseuchung so lange wie möglich rauszuzögern, weil jeder, der nicht mitmacht, den könnte man auch als Mörder bezeichnen. Weil er stirbt vielleicht nicht, aber anderer, den er wieder ansteckt, der vielleicht dann wieder einen ansteckt. Und deswegen muss jetzt jeder alles tun, um das möglichst so weit als möglich runterzufahren. Und warum dann ein Fußballspiel mit 50.000 Leuten stattfindet, ist mir persönlich nicht erklärbar. Hier steht der Profit ganz klipp und klar vor dem Leben der Leute. Muss man einfach mal so sagen. Wie gesagt, desto länger wir rausziehen, wir haben mit die besten Ärzte, mit die besten Pfleger, mit die besten Krankenhäuser auf der Welt, dann passiert uns relativ wenig. Wenn alle gleichzeitig kommen, dann haben wir ein Riesenproblem. Und deswegen, liebe Leute, der jetzt mit und schaut, dass dieser Virus so lange wie möglich zur Durchseuchung braucht. Und denkst du, ein Drittel kriegt es laut diesen Virologen von der Charité, wird es nicht kriegen. Also ich persönlich war lieber bei dem Drittel dabei. So, das war's wieder von mir. Ich bin gespannt auf eure Abstimmung. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder mal Like freuen. Falls noch nicht passiert, gerne Abo. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch!